Hola et al. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Shapiros Dangerous Diary. Ja, vorweg muss ich euch leider erzählen, dass ich vorgestern und gestern ein paar kleine Probleme mit Fraps hatte. Vorgestern hatte ich das zweite Gameplay eigentlich aufnehmen wollen mit meinem Sniper. Nur leider hat Fraps ein bisschen rumgespackt und die komplette Runde Oman, die ich gespielt habe, ist leider nicht aufgezeichnet worden. Ja, sehr ärgerlich. Ich habe gestern auch noch dran rumgebastelt, weil es da auch noch nicht so richtig wollte. Ja, aber jetzt funktioniert wieder alles und ich habe dafür dann halt jetzt nochmal eine Runde Oman gespielt, um euch einen Einblick zu kriegen, wie die letzte Runde gelaufen ist. Nun gut, wir haben ja jetzt mittlerweile D und B eingenommen, aber auf das Gameplay gehe ich gleich etwas weiter ein, weil ich wollte euch ja sagen, der Recon ist jetzt Level 4, also hier habe ich 3 Skillpunkte und ich wollte euch kurz zeigen, wie ich die Skillpunkte verteilt habe. Und zwar habe ich 2 Skillpunkte in die erweiterte Aufklärung gesteckt, so dass, wenn ich einen Gegner spotte, jetzt 3 gesichtet werden. Und ich habe einen Punkt in das körperliche Training Klettern gesteckt, dass ich schneller aufs Dach komme. Okay, dann wieder mal zurück ins Spiel. Ja, den Heli habe ich aus den Socken geschossen, den Jet habe ich jetzt leider nicht erwischt. Aber ich werde jetzt auch hier nicht als Igler-Camper irgendwie versauern. Da kommt ein Panzer an, den wollen wir mal tracen. Vielleicht habe ich ja einen Ingi in meinem Trupp, der recht schnell dabei ist. Oh, er hat gerade Rauch gezündet. Da wollen wir nochmal tracen. Und ja, verdammt nochmal, da hat er mich doch echt mit einem Schuss weggeflext. Naja, okay. Lassen wir uns nicht weiter von stören und gucken einfach mal, wo wir rauskommen. Wir spawnen bei D. Aber da ich ja einen Motion-Sensor geschmissen hatte, ist der Bewegungsmelder-Kill mir sicher. So, dann wollen wir mal gucken. B, B ist noch nicht unser. Da wollen wir da mal gerade hinwetzen und mal gucken, was da so los ist. Aber wir wollen auch mal gerade Richtung A schauen. Nicht, dass eine böse Überraschung uns auf dem Weg nach B noch irgendwie das Lämpchen auspustet. Da ist nichts zu sehen. Okay, jetzt haben meine Leute B schon gefleckt. Dann wollen wir mal gucken weiter Richtung A, ob uns da nicht irgendwas vor die Flinte läuft. Da kommt ein APC, den wollen wir mal nicht zu sehr vor der Nase rumrennen, weil gegen den haben wir ja keine Schnitte. Dann wieder den Tracer nachgeladen, geguckt. Da sehe ich so nichts. Nee, ist nicht. Ah, da oben vom Hügel kam was. Sehe ich jetzt so schnell aber auch nicht. Dann wieder etwas hinter der Mauer vor. Da kommt wieder der feindliche Heli. Einmal spotten. Für die Sicherheit nochmal ein Tracer-Dart hinterher. Mal nach hinten geguckt, nicht, dass da was kommt. Da ist doch ein Humvee. Gucken. Okay, den haben wir auch markiert. Aber wir hoffen, dass sich da ein paar fleißige Engies drum kümmern. Dann gucken wir mal von C jetzt rüber, ob da irgendwas ist. Da Richtung B, da kommt ein Humvee. Da, den kriege ich so noch nicht. Da kommt auch noch ein Panzer, den versuchen wir mal zu tracen, den kriegen wir nicht. Aber den kleinen Freund im Humvee, den haben wir erwischt mit dem Heli. Sehr schön, Tracer nachladen, damit wir immer fleißig alles markieren können für unsere Jungs. Da kommt auch gleich der nächste Panzer, der nächste getracete und dann schauen wir einfach mal weiter. Jawohl, da hat sich der Ingi doch mal bezahlt gemacht. So, dann gucken wir mal hier bei C. Ich höre doch da irgendwas. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendeiner auf dem Hotel drauf ist. Nur so ganz sicher bin ich mir irgendwie noch nicht. Ah, bei A auf dem Tower ist keiner. Ne, sehe ich nicht. Und ich sag ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass da oben auf dem Hotel irgendwo einer rumgefüllt. Ich kriege aber auch nichts gespottet. Trotzdem, mal gerade schauen muss ich mal irgendwie. Ne, okay, da ist ein Buggy. Na, gucken wir erstmal das hin. Jawohl, den Bordschützen haben wir gekriegt. Vielleicht kriegen wir den Fahrer im Buggy auch noch. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. Oh, dabei A sehe ich immer noch nichts, außer einen bösen APC, der jetzt kommt. Kriegen wir einen getracert. Ah, jo, das hat geklappt mit dem Tracern. Dann gucken wir mal weiter. Ich werde das Gefühl nicht los. Ui, da hat mich wer angeschossen. Verdammt, ich. Wo? Oh, da hinter der Mauer. Ah! Entschuldigung, das war der Grunde, der Rotilk jetzt mal.
Ja, das tut mir echt leid, aber das Spiel ist halt ein Spiel. Da muss man halt auch mal ein paar Freunde weghauen. Aber trotzdem entschuldige ich mich dafür. Ne? Aber sagen wir es mal so: Hätte er nicht auf mich geschossen, hätte die Gefahr für sich minimiert. Und da ist wieder der böse Heli. Wo ist der nächste? Kann das sein, dass da links von A irgendwie. Da schwebt einer von unseren Jungs. Ups. Da habe ich doch gleich zwei Sniper-Schüsse gesehen. Da ist einer. Und. Da bin ich nicht mehr ganz dazu gekommen. Ach, da auf der Ecke sitzt er. Na, dann wollen wir mal schauen, ob der da gleich immer noch sitzt, wenn ich wieder im Spiel bin. Ich muss trotzdem nochmal oben auf dem Hotel gucken, weil. Ach, sieh an, hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht. Da oben ist ja doch einer. Na, da wollen wir mal gucken, dass wir den irgendwie erwischt kriegen. Oh, der Schuss ging leider daneben. Guck mal. Ah, wieder nur ein Buddy. Verdammt. Okay, der Ingi hat es mit seiner RPG hingekriegt. Oh, gehen wir uns mal auch mit zufrieden. So, jetzt wollen wir uns mal um die beiden Snippen kümmern, die ich da links außen gesehen habe. Weil meinem Gefühl nach sind die hundertprozentig noch da. Den einen sehe ich. Okay, das war etwas zu tief gezielt. Also etwas höher ansetzen. Und jo. Ja, 122 ist ja schon ganz gut. Und da ist auch Mr. M95. Den gucken wir auch mal, dass wir ihn kriegen. Ah, verdammt, immer noch zu hoch gezielt. Aber jetzt. Jawolligen. Und den haben wir auch bekommen. Tja, das ist so. Man darf halt nicht immer nur stupid auf einer Stelle rumhängen. Da sehe ich doch schon wieder den APC. Den tracen wir. Dann nehmen wir auch mal die Beine in die Hand und werden mal genau in die andere Richtung gehen. So, Tracer ist wieder nachgeladen. So, jetzt versuchen wir das mal von hier außen den Feind mal etwas bös zu überraschen. Da bin ich ja richtig froh, dass ich heute mal die 7-Meilen-Stiefel frisch gewienert habe und mal reingespuckt, damit es schön geschmeidig bleibt. So, dann gucken wir mal von hier oben, was gibt es zu sehen. Da sehen wir. Den kriegen wir nicht mal gespottet, der ist zu weit weg. Und da ist auch wieder Mr. Snipzor. Den holen wir weg, da rennt noch einer rum. Den. Hier aus. Okay, voll versemmelt. Auch versemmelt. Also ganz dolle bin ich halt noch nicht. Ich übe halt. Das mit dem Vorhalten habe ich noch nicht so ganz raus. Ah, zu viele, die einfach ins Leere gehen. Ah, der könnte. Ja, aber. Ah, schon wieder zu tief angesetzt. Ah. Okay, mit zweien halt. Da habe ich doch. Ach, guck an. Da habe ich doch den M95 einige sind. Ich glaube, der möchte jetzt echt mich aufs Korn nehmen. Ja, das wird jetzt so ein kleines Sniper-Duell. Dauert auch ein bisschen länger, weil ich hab's irgendwie nicht so ganz auf dem Kasten. Der Typ hat's versucht, aber auch nicht so ganz auf dem Kasten. Ich schau mal, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Immer nur diese Buddies, ey. Das ist ja. Da hinten ist noch einer. Krieg ich auch nicht. Oh, da links ist er. Okay. Wieder nur ein Buddy. Ist doch unglaublich. Auch wieder nur ein Buddy. Wahrscheinlich hat er sich jetzt eine Spritze gedrückt. Ah, den mal wieder voll in die Luft versemmelt. Der muss doch wieder auftauchen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Gucken, gucken, gucken. Ah, da ist er. Aha, mit dem Springen versucht das jetzt. Das wird nicht ganz klappen. Jetzt kommt es drauf an. Wer hat irgendwie den längeren Atem? Okay, er trifft mich nicht. Ich treffe ihn nicht. Wollen wir mal ein bisschen nach links rüber, weil er denkt sich wahrscheinlich, ich werde da noch sitzen. Verleiht mir einen kleinen Vorteil, dass er in die andere Richtung zielt. Na, wieder daneben. Jetzt muss aber mal jemand kommen. Ah, schon wieder nur ein Buddy. Verdammte Axt. Jetzt hat sich's aber gegessen. Mann, nur noch 5 Schuss. Jetzt muss man mal ein bisschen was machen. Na, dann denke ich mal, werde ich mal zusehen, dass ich jetzt nach vorne komme. Weil meine Raffika habe ich ja noch gar nicht gebraucht. Da habe ich genug Munition irgendwie. Da wollen wir mal gucken, dass wir da noch irgendwas gelötet kriegen. Da. Ui, der hat mich gesehen. Ich dich aber auch. Und tschüss. Da oben ist noch einer. Kriegen wir den? Jo. Aber sauberst. Ja, mal klappt es halt nicht. Also, ich weiß nicht, ob das immer nur Luck ist oder ob ich doch mal so langsam reinkomme. Ich finde, ich merke schon, dass ich seit 2 Tagen wieder keinen Sniper gespielt habe, weil irgendwie lässt doch so das mit dem Vorhaltevermögen los. Böser, böser Panzer. Okay, den kriege ich getraced. Jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass ein Inji auf jeden Fall mit seiner RPG ein bisschen schneller ist und den da wegholt. Ah, der hat seine Gegenmaßnahme gezündet. Tracen wir nochmal nach. Und hoffentlich sieht er mich nicht, sondern fährt in die andere Richtung. Oh, das sieht mal ganz böse aus. Das ist.
Ja, sauber. Roadkill mit dem Panzer. Was soll man denn da für eine Chance haben? Ich bin doch ein ganz armer kleiner Sniper und der fährt mit seinen breiten, brutalen Ketten über mich drüber. Du gemeines Ding, du. Also wahrscheinlich die Rache dafür, dass ich ihn eben einmal umgeschossen habe. Na gut. Wollen wir hier mal nicht weiter rumheulen. Na, töten und getötet werden heißt die Devise. Dann gucken wir mal. Naja, mit 11 zu 4 stehe ich, glaube ich, gar nicht mal so doof da. Dann gucken wir nochmal. C gehört dem Gegner, da kriege ich nur was gespottet. Ah, der ist so ganz blöd hinterm Jeep. Ah, habe ich mir schon gedacht, dass ich da nicht drankomme. Da rennt einer. Ah, auch natürlich daneben gesemmelt. Na, dann landen wir mal gerade nach, dass wir noch wieder 10 Schuss in der L96 haben. Und gucken mal, wo noch irgendwo ein potenzieller Gegner ist. Bei D sieht alles soweit gut aus. Ne, das ist einer von meinen. Guck an, da hinten zwei Stück. Ah, Fubar. Also das mit diesem Quickscope, mal also einfach mal schnell um die Ecke und schießen, klappt leider echt noch nicht immer. Okay, der hat mich gesehen. Ich ihn auch, aber auch nur angeschossen. Aber dafür ist jetzt auf Wiedersehen angesagt. So, laden wir nochmal nach, dass wir wieder mit dem vollen Magazin dann durch die Gegend wackeln. Nicht, dass uns die Munition... Och, da ist die Runde schon zu Ende. Na gut, ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen. Ihr habt gesehen, ich bin nun mal noch nicht The God of Recon. Wird noch kommen. Okay, 12-4. Das ist doch recht nett. Noch 1578 XP bis zum nächsten Level. Das soll ich wohl in dem nächsten Spiel schaffen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Okay, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal.